Mein Bruder hat seinen 18. Geburtstag und deshalb, wenn du 24 Stunden in diesem Kreis bleibst, kriegst du 1000 Euro in Bar. Was er aber nicht weiß, ist, dass während er die 24 Stunden im Kreis verbringt, werde ich sein altes Schrott-Gaming-Setup. Wieso geht das auf einmal an? Das ist echt Schrott. Das werden wir abreißen und ein komplett neues 5000 Euro Traum-Setup bauen. Du hast eine Minute Zeit, dich vorzubereiten. 59. 58. Trinken essen haben wir. Irgendwas, um die Zeit zu vertreiben. Bücher sind super. Ich hoffe, er denkt dran, dass er auch was zu essen braucht. Strom oder sowas für sein Handy. Und ansonsten noch eine Decke. Pass, würde ich sagen. Es sieht so aus, als hätte Aaron sich gut ausgestattet. Sobald du die Linie berührst, bist du raus. Und keine 1000 Euro. Wir haben 9.45 Uhr. Bis morgen. Ich glaube, das Schwierigste wird die Nacht. Ich glaube, Hunger und Durst überlebe ich. Meine Motivation ist eigentlich gut. Ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht so viel. Ich nehme jetzt einfach mal eins in die Bücher, fange an zu lesen. Oh, scheiße, ich muss die ganzen Tasten aufsammeln. Wir machen die Wand komplett neu. Das heißt, diese LED-Bremse muss ab. Und wir machen das als indirekte Beleuchtung ohne den Schreibtisch. Das Klebeband klebt einfach an der Verpackung. Perfekt. Okay, das sieht fucking cool aus. Ich hätte mir am besten andere Klamotten angezogen. So, das glaube ich auf Dauer in der Sonne zu heiß wird. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich doppelt so in den Schatten hier. So, schauen wir mal, wie es unserem Geburtstagskind geht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die erste Stunde geschafft. Du hast zwar schon einige Gegenstände dabei. Ich sehe aber, du hast einen harten Boden. Und deshalb habe ich dieses tolle Glücksrad. Entweder kriegst du eine Matratze oder einen Stuhl. Nein! Es ist der Stuhl. Es ist besser als nichts. Was er aber nicht weiß, das ist nicht einfach ein Stuhl, sondern er wird an den Stuhl gefesselt. Ein Stuhl ist ja schon mal besser als gar nichts. Aber die Matratze wäre geiler gewesen. Auf dem Stuhl werde ich ja nicht schlafen. Also ich meine die Nacht auf dem Boden, weiß ich echt nicht, wie geil das ist. Das ist ein Kackstuhl. Hier hast du deinen Stuhl. Aber... Junge, der leuchtet! Wir haben jetzt noch mein Arbeitsbedingungen. 22 Stunden und 8 Minuten. Mir geht's eigentlich noch super. Ich habe vielleicht ganz wenig Durst, Hunger habe ich nicht. Und ansonsten, Buch ist gut, Wetter ist gut. Mein User, mein Bester, wie geht's dir? Ah, Junge. Ich bin wieder ein freier Mensch. Also, du hast die ersten 2 Stunden geschafft. Ich sehe die ganze Zeit auf der Kamera, du liest gerne Bücher. Und deshalb biete ich dir jetzt 100 Euro, wenn du mir dafür all deine Bücher gibst. Nee. Ich habe eine geile Idee, die will ich euch gleich teilen. Und zwar seht ihr da vorne den Tisch. Und ich überlege gerade, ob ich meine Decke so falten kann, dass sie wie so eine Art Lasso funktioniert, um den Tisch umzukippen und dann mit dem Stuhlbein das Ganze zu mir ranziehen. Der Vorteil ist, die Kamera da oben läuft gerade nicht. Das heißt, er sieht nicht live, was ich mache. Und ich hoffe, wir können damit so viel Schwung aufbauen, dass er das Ding umgestuft hat. Junge, was probiert der da? Nein, hä? Wie hast du den Tisch da reinbekommen? Jetzt kommen Leute, absoluter Hunger und Durst sind zurückgegangen. Mein Mund ist ein bisschen trocken, aber das überlebe ich. Also ich habe so geplant, dass ich nach 12 Stunden schlafen gehe, also heute Abend um 14 und dann auch so 8 bis 12 Stunden halt schlafe, ne? Solange es geht. Irgendwie sieht er mir die ganze Zeit ein bisschen zu gut beschäftigt mit seinem Buch aus. Wir müssen ihm das Buch abnehmen. Jetzt müssen wir ihm keine Wahl lassen. Entweder gibst du mir dein Buch oder der Kreis halbiert sich. Mhm. Ja, nimm das Buch. Yes! Na, wie geht es dir? Aaron, nimm das und wenn du es schaffst, die 100 Euro ins Lockhart zu bekommen, bevor ich mit der Werbung fertig bin, darfst du es behalten. Lockhart ist der heutige Sponsor des Videos. Das Startup besteht aus 3 mies sympathischen Dudes, die das erste Portemonnaie der Welt gemacht haben, was sich perfekt auf dich anpasst. Da passt nicht alles rein. Dann nimm halt einfach ein größeres Geldfach. Oder ein Schlüsselhalter. Lockhart bietet unzählige Möglichkeiten, dein Portemonnaie auf dich und deine Bedürfnisse anzupassen. Ist drin. Hast du Link in der Beschreibung mit neuer 10% Rabatt. Wenn du das Geld später hast, dann kannst du es ja da reinpacken. Du hast deine ersten 5 Stunden erfolgreich absolviert. Hast du Bock, noch mehr Geld zu verdienen? Wer würde da nein sagen? Du kriegst jetzt die Kopfhörer. Du bekommst weitere 100 Euro, wenn du jetzt für eine Stunde die Kopfhörer anhast und Musik hörst. Volle Lautstärke. Weil wir jetzt bohren müssen, hat Aaron die Kopfhörer bekommen. Wir denken jetzt natürlich, er kriegt einfach nur Geld dafür. Aber es hat ja schon einen Hintergedanken. In the flame you've ever had. Wir haben jetzt Essen bekommen einfach. Und da war einfach noch ein fucking Schlüssel drin. Packen wir einfach mal weg und essen erstmal. So, hier sind deine 100 Euro. Dankeschön. Das war eine Qual, wirklich, dein Text ist schrecklich. Jetzt liegt hier eine geile Kassette, für diese gerade hingestellt, als er die Musik ausgemacht hat. Wir haben noch den Schlüssel. Dementsprechend werden wir jetzt mal ausprobieren. Ein Zettel. Scheiße. Ihr wurdet nicht geteilt, du hast die Geldkassette geöffnet. Jetzt wird der Kreis halbiert.
wird der PC jetzt funktionieren. Gebt euch das. Und da kommt jetzt Windows drauf. Die ersten 7 Stunden sind überstanden. Wie geht's dir? Mir geht's tatsächlich ziemlich gut und jetzt geht's mir noch besser. Du hast jetzt die Chance, eine Jacke oder einen Pullover zu gewinnen. Oh Leute, komm, wir müssen uns die Nacht retten. Nein! Jetzt habe ich wieder nichts für die Nacht gekriegt. Weil ich so ein Stück! Ja, und jetzt penne ich dann heute Nacht doch mit T-Shirt und Kurzhose. Sollte sich nicht in den nächsten 5 Stunden oder so noch was ändern. Die Wand ist fertig. Weiter geht's mit ein bisschen Beleuchtung. Sieht doch top aus. Kurzer satisfying Moment. Wir haben bekommen einen schicken Buzzer. Der Aufschrift nicht drücken. Da hat man, was ich jetzt machen werde. Ihn nicht drücken. So, ich richte den PC jetzt noch ein. Das Coole bei der Wasserkühlung ist, ich kann da einfach jedes Bild und Logo drauf packen, wie ich will. Zum Beispiel ein Lockhart Wallet. Oh Junge, ein Bild von mir. Ich meine, es verschönert den PC um 1000%. Ich bin das Szenario jetzt nochmal durchgegangen. Sie gehen mir das Risiko ein und werden den Buzzer doch drücken. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Jacke gewonnen. Oh. Halleluja, die Nacht ist gerettet, Leute. Was hat sich da so bewegt? Oh mein Gott, das war eine Ameise auf der Linse. Übrigens möchte ich das Ganze mal in Zukunft mit Abonnenten machen. Also abonniert schon mal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und sichert euch vielleicht ein Ticket fürs Video. Oh nein, Aaron. Was ist das denn? Ein Dieb hat dein Geld geklaut. Ja, gibt's ja nicht. Am besten, du nimmst diese Waffe hier. Was ein Zufall, dass du eine Waffe dabei hast. Und wenn du den Dieb triffst, ja, kriegst du dein Geld wieder zurück. Was ist das denn? Du hast jetzt nur noch 150 Euro. Perfekt, ja, jetzt sind die 1000 Euro weg. Ich chill hier immer noch im Kreis. Okay, Aaron. Also, du weißt natürlich, Körperpflege ist wichtig. Und deshalb werden wir jetzt deine Körperpflege. Zum Glück haben wir letztens diese tolle Dusche gekauft. Körperpflege ist wichtig. Du stinkst! Du hast unter die Dusche. Du hast einen ganzen Fluss in deinem Kreis. Und die lassen wir jetzt hier aber stehen. Dann meinte ich, dass die ersten 12 Stunden rum sind. Und wir deshalb nochmal den Kreis halbieren. Und Aaron hatte gar keinen Bock drauf. Boah, Digga, ich bin jetzt schon krank. So eine Scheiße. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle heute. Ich bin richtig gehypt. Ich sag ehrlich, mit dem Schlafsack ist das schon wieder deutlich realistischer. Okay, er hat nur noch 3 Stunden. Aber so rum schläft er. Sein ihn aufzuwecken. Es sind offiziell nicht mal mehr 2,5 Stunden, Aaron. Und nachdem gestern ein Dieb dein Geld geklaut hat, haben wir die Polizei angerufen. Ja. Und die hat einen Teil des Geldes sicherstellen können. Aha. Sprich, in diesem Koffer sind noch 850 Euro. Sprich, du hättest wieder 1000 zusammen. Auf mich zu stalken. Du läufst hier mit fetten Backsteinen an meinem Ding vorbei. Leute, da ist sie. Die Sonne ist draußen. Endlich die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht. Das Ziel gerade. Okay, let's go. Hast du einen Timer? Ich hab einen Timer. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Das aus dem Kreis raus. Oh. Damit übergebe ich dir natürlich dein Geld. Dankeschön. Was? Was? Nee. Yes. Danke. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Lockhart, aber auch die Twitch-Spender. Dankeschön! Die nämlich auch einen großen Teil von dem Ganzen hier ausgemacht haben. Kuss an Frederik, Kuss an Jumps Viking, Skynet, Harista an Anwatch und so weiter, wie sie alle heißen. Und jetzt abonniert!